Ja. Frontflip lernen. Oh, oh, fuck, fuck. How to Schulter hinkriegen. Okay. Oh. Oh, oh. Servus, Leiden. Servus. Wir sind wieder Six Series. Wir haben uns gedacht, wir schauen jetzt mal im Radquartier vorbei. Genau, da gibt's richtig coole Sachen. Unter anderem ein Airbag gibt's nicht. Ein Funkfit auf jeden Fall und ein paar Rampen. Es gibt ein paar Rampen, richtig coole Sachen. Wir probieren uns da mal aus. Meine lieben Damen und Herren, ich würde jetzt sagen, jetzt haben wir ein paar Tricks ins Foamfit als allererstes. Genau. Mit was fangen wir an? Mit Double Backflip. Okay, und Double Eierkorkspin. Ja, bist du des Wahnsinns. Das war viel spannender, wie es ausgeschaut hat. Alter, ich bewege mich da echt auf dünnem Geländer. Ich mache jetzt meinen Signature Move. Der nennt sich Martins Hölle. Also mach Martins Hölle. So, auf geht's, Martins Hölle. So, jetzt bist du warm, jetzt bist du einen halben Kilometer getretet. Ja. Ja, ich bin bereit. Du kannst kommen. Jetzt bist du so hoch gesprungen, dass du mir aus der Kamera rausgesprungen bist. Bam, alter Junge! Alter! Was geil. Für ein Viech! Alter, was war das? Wie geil! Yes! Yes, alter, ja. Yes! Also ich glaube, wenn es ein bisschen höher wäre, glaube ich, könnte den Trick irgendwann irgendwohin echt mal stehen. Ich glaube, Trailräder sind einfach nicht gemacht zum Flairen. Mach mal einen Flair. Was ein Typ! Ah, yes! Jetzt probieren wir mal über die Bänkenflip. Laut Internet nur manuell ziehen. Yes! Oh, meine Eier. Geile, wir gehen jetzt mal in Elias im Frontflip lernen. Und zwar. Wir nehmen dafür als erstes die Bank. Hast okay. Du schon mal Frontflip gemacht? Auf jeden Fall, wir gehen jetzt immer Frontflip lernen. Nehmen dafür als erstes die Bank. Okay. Und ja. Passt, schauen wir es an. Ist eh nur, weil ich kann eh mal eine heitere Angelegenheit werden. Okay, let's go. Das schafft er schon. Also der Tipp von mir für den Frontflip, für euch alle auch, nach vordrehen. Oh, ja. Yeah. Okay, also für den ersten Try jetzt war das echt, echt sehr akzeptabel. Ich muss mich noch ein bisschen mehr zusammenziehen, oder? Ja. Ich war ziemlich offen. Ja, das stimmt. Yes! Oh, 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 fuck, fuck. Was? Tote Schusskegel. Echt? Ja. Oje, scheiße. Gib mir jetzt irgendeinen Tipp. Alter, jetzt. Ist echt ausgekegelt. Ja, ich weiß. Ha? Ja. Verdammte Scheiße, Alter. Sorry, es ist nicht witzig, aber können wir da How-to-Schulter hinkegeln machen? Ja. Aber zumindest schaust du extrem cool aus mit unserer Six Series Jacke. Wie meinst du das jetzt? Was? Ihren Schulter schon 20, 30 Mal ausgekegelt. Ja? Ja, dann ist ja voll geil. Entschuldigung, aber die Jacke schaut echt cool aus. Danke. Lass mich durch, ich bin ab. Leil, ich glaube, das ist das erste Mal, dass bei uns bei irgendwas was Schlimmes passiert, oder? Ja. Was? Irgendwie, keine Ahnung, vor der Rettung oder ein Arzt oder so. Passt. Ich meine, wir können auch hingehen von mir. Oder wir können uns ein Tutorial auf YouTube anschauen. Alter, das weiß ich. Ich muss euch sagen, Schulter auskegeln. Ja? Recht mega weh. Das glaube ich, Elias. Na, bei dir sind jetzt. Kann ich irgendwas machen?
Nein, ich nicht. Aber was man echt sagen muss, seit wir sich serious sind, seit einem Jahr, ist noch nie was passiert. Also das ist schon gut, gell Fabian? Ja, das ist das erste Mal, gell? Ja, aber ey, das ist genau bei so einem Quatsch, wo du nicht damit rechnest. Die Schuhe, ja, nach unten nicht her ausgehen. Alan, auf jeden Fall haben wir uns gedacht, dass der heutige Tag anders verläuft. War nicht nach Plan. Nein. War auf keinen Fall nach Plan. Aber war der Frontflip überhaupt schön? Der Frontflip war echt nicht schlecht, oder? Ja. Jetzt für den zweiten Sprung müssen wir echt sagen, dass wir da zufrieden waren. Also Leiden, falls ihr auch so cool ausschauen wollt, wie der Elias gerade mit der Jacke. Genau. Six Series, got job. Falsch. Ey, scheiße. Sick minus... Das bin ich jetzt. Du bist echt verliert. Sick-series.com. Ja, da könntest du noch so cool ausschauen mit der Jacke wie er gerade. Genau, da gibt's alles, was das Herz begehrt, und noch mehr. Ja. Okay. Aber vom Dialekt her, wo kommt ihr her? Österreich. Ach, Österreich. Ja, ja. Oh, ja. Okay. Ja, ich muss bloß umgreifen. Oh, okay. Alter, so. Der Vater. Jetzt. Also kannst du gern zerreißen. Nein. Kannst, doch, na. Das sind, weißt du, wir produzieren die selber. Aber die Six-Series-Jacke also dürfen wir nicht zerreißen. Elias. War jetzt was. So. Nee? Nimm mach so. So, jetzt geht's los, gell? Ist gut. Jetzt spiel's. Jetzt geht's los. Ja. Ich weiß wie. Ha? Ich weiß wie alles andere. Was? Okay. Elias Paul wieder mal. Ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Okay. Das war's. Sensationell, also Schulter ist wieder drin, Leiden. Alles klar. Bleibst du noch ein bisschen liegen? Also Schulter ist wieder drin, Leiden. Und ein wenig ausschlafen lassen, gell? Nicht so viel ansprechen. Okay, passt. Das ganze Video nimmt, hat ein bisschen ein anderes Ende genommen, als wie wir uns gedacht haben. Machen wir eine coole Idee. Okay. Coole Idee. Coole Idee. Habt ihr schon mal was gehabt eigentlich? Was? Ihr habt ja schon mal. Wart ihr schon mal im Krankenhaus? Waren wir schon mal im Krankenhaus? Also ich zum. Ja, ich war schon mal, aber nur nicht oft. Also in letzter Zeit nicht mehr. Bitte? Was ich gehabt? Weiß ich nicht mehr genau. Du? Warum bist du jetzt eigentlich da? Schulter ausgehängelt, schon zum 256. Mal. Ey. Aber schau, da haben wir Wasser für dich. Danke. Du wolltest, dass man da die Jacke zerreißt. Da spiel ich schon ein bisschen. Eine Trampack-Session. Ich hab schon wieder aufgeklärt. Martin? Das ist ja gar nichts. Hä? Wieso nicht? Ja, weil die Schulter ausgehängt ist. Deine Schulter ist schon wieder eingekegelt. Ich will gar kein Känguru-Tasche. Nein, du kriegst da keine. Elias ist sichtlich angepisst von der Känguru-Tasche. Das merkt man schon. Jetzt schauen wir mal, dass das ein bisschen hält. Also, ich wünsche dir alles Gute. Danke. Und dann. Okay? Danke für die unkomplizierte. Also, lass ihn. Naja, wenn der einen Scheiß hat, dann jetzt mal weg. Na, los drauf. Lass da drauf. Lass da drauf. So, Elias, ich darf mal noch eine Frage. Antwort? Wie lange bleibst du da? Fährst du heute wieder zurück oder? Ja, wir fahren halt nach Duisburg, ja. Okay. Hilfst du mir wieder meine sicke Jacke anzuziehen, bitte? Ja. So schnell spritzen wir jemanden weg und flieg. So. Wie unsere neuen Six Series Jacke. Ja, vor allem in dem Video haben wir sie überhaupt noch nie erwähnt. So Leidl, jetzt sind wir fertig beim Doktor, die Schulter ist wieder eingekegelt. Der Elias ist noch immer ein bisschen trümmelig, wie er immer sagt. In dem Sinn, glaube ich, schließen wir das Video ab. Die Jacken sind im Onlineshop erhältlich, sick-series.com, schaut da mal vorbei, die sind echt richtig gemütlich. Genau, vor allem auch zum cool Ball vorne, es steht nicht alles um und so. Und sogar beim Doktor schaut man cool aus. Genau. In dem Sinn, merci fürs Anschauen. Alle Viderci. Bis zum nächsten Mal.